Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu Madden NFL 23 Ultimate Team. Jawohl, wir haben endlich den Field Pass zum Anschauen. Jetzt können wir endlich schauen, was da vorkommt drinnen. Season 2 Field Pass, gib ihn mir. Zeig mir, was drin ist. Wir haben schon bekommen Coach John Madden. Okay, All Offense, All Defense, das ist eigentlich nicht schlecht. Game Day Pack ist nicht so meins. Elite Pack, 86 Mike Edwards, Black Knights, Rare Team Infinite Strategy Fantasy Pack, Game Day Rams 70s Classic, Game Day Delvin Cook. War noch gerade über die Nummer verwundert. Riverhawks, Artist Energy Falcons, Game Day Snowhawks. Schön. Bobby Wagner 90. Oh boy. Level 31. Das ist natürlich krass zu erreichen. Aber die hatten wir das letzte Mal. Level 31 hatten wir das letzte Mal. Wir haben deutlich öfters gespielt. Bisons kommt dann. Josh Allen 92 Quarterback. Jaguars 2010s Classic Away Option. Das ist natürlich nice. Pro Elite Pack. Mounties. Patriots 1990, Dion Sanders 94. Das ist natürlich krass. Pro Elite Fantasy Pack, Level 61. Okay. Jetzt wissen wir, was es gibt. Das ist natürlich schon krass. Wir haben 733.000 Münzen auf dem Konto. Wir haben hier einiges an Packs rumliegen erstmal. Was wir vielleicht zuerst auch machen sollten. Strategy Item, let's go. Das ist nice. Das ist sehr nice. Most Feared Strategy Item. You've earned once or more strategy items. This item can only be used in inverse CPU modes and the Field of Fear. Collect monster materials from winning in those modes to upgrade this item to top 10. Up to 10 times. Okay. Interesting. Wir haben hier ein Daily Coin Pack. Schade. Alternate Uniform Fantasy Pack. Damit machen wir jetzt weiter. Wir dürfen eine Uniform wählen. Ihr wisst natürlich, welche wir wählen. Bears, Bengals, das wollen wir alles nicht. Dich schon. Current Home Option, jawohl, wir spielen in Blau und Gelb zu Hause. Ich freue mich schon so riesig drauf. Ich freue mich schon so riesig auf. Jawohl, Current Home Option. Du bist unser neues Trikot. Wundervoll, wir sind das Schwarz los. Und unsere Spieler dürfen zum ersten Mal in Blau und Gelb antreten. Auswärts weiter in den komplett Weiß. So. 26 Uhr von Monster Maker Fantasy, Chase Claypool, Rasmus Douglas, Ezekiel Elliott, brauchen wir alles nicht. Und noch ein Quicksell-Item, ist okay. Nett, dass wir das Geschenk kriegen. Mir fällt gerade auf, ich habe gar nicht mehr nachgeschaut, bei Prime Gaming schon was Neues drin ist. Ich muss kurz rüber am PC. Wir müssen schauen, ob bei Prime Gaming noch was Neues drin ist. Nicht, dass wir sonst, vielleicht könnte man das mich auch noch mitnehmen. Stopp, nicht Most Feared. Wir müssen jetzt erstmal hier hinter Weekly Fantasy Pack. Vielleicht haben wir da Glück. Games, Prime Gaming. Eine Legends-Karte. Ja, Pack Ultimate Team Madden. Oh, Hallöchen. LaDainian Tomlinson, noch eine Legendenkarte, Andrew Reed oder Coins, Logan Ryan. Nee, wir nehmen 87 LaDainian Tomlinson. Und aus dem können wir ein bisschen mehr machen. 40.000, ja, nee, zum Aufstellen reicht es halt nicht. Aber wir können ihn halt verkaufen für...
Median Price 32.000. 45.600. Ja, machen wir 40.000. Vielleicht kriegen wir ihn ja los. Let's go. So, vollständige Einlösung. Es gibt ein Madden Pack. 88 Gesamt Most Feared Programm Feldspieler und einmal Most Feared Programm Uniform. Okay, das ist natürlich nice. Was wir da kriegen. So, nächstes Elite Fantasy Pack. Was haben wir da drin? Cordarrelle Patterson. Laviska Shenault Jr. Uff. Oder ROLB Casey White. Ne, nehmen wir den 87er. So, den können wir nicht wieder verkaufen. Der ist ordentlich was wert. Um 130.000. Nice. So, freut uns doch sehr. Freut uns doch sehr. So, jetzt haben wir hier noch ein 1000 Points Pack. Das nehmen wir natürlich auch noch mit. Darrell Revis ist natürlich nicht das, was wir haben wollen. Ed Oliver auch nicht unbedingt. Lyle Collins, nice. Und final David Andrews. Ja, nehmen wir doch mit, die 2 Coin Booster. Nehmen wir doch gerne mit, die 2 Coin Booster. Wenn sie uns schon so präsentiert werden. So, Dankeschön, Dankeschön, 74.000 Coins. Einfach mal 100.000 Coins fast. Gut gemacht, das ist natürlich perfekt. Das ist genau das, was man braucht. Genau das, was man haben will, noch dazu. So. Jetzt müssen wir mal kurz schauen, ob wir das zufällig, bevor wir dieses Bloodshot Eyeball Jumbo Pack aufmachen, zufällig schon unser Prime Pack haben. Kurz raus und wieder reingehen. Ansonsten wartet es nächste Woche auf uns, das ist auch okay. Habe ich auch kein Problem mit. Josh Allen hätte ich übrigens auch gerne. Nee, da haben wir nichts drin, ist okay. So. Wen haben wir eigentlich als aktuelles LOLB? ROLB ist doch Ding, oder? Nee, ROLB fehlt uns. Wir haben, ich wollte gerade sagen, ROLB haben wir. Ja, wir bräuchten ihn. Josh Allen, wir, Von Miller haben wir da drüben. Aber da fehlt uns einer. Williams raus eigentlich, hinten Derwin James rein. Ah, ja, da haben wir schon, wir haben schon ein paar, gut viele Verbesserungsmöglichkeiten im Moment. So, Most Feared. Da haben wir jetzt erstmal Trainingsoffer. 88 plus overall. AKA Player. So ein 90er wäre eigentlich ganz nett jetzt. Was? Joe Mixon, Marshawn Lynch und Derrick Henry. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen, Alter. Puh. 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 Ja, da muss ich, glaube ich, nicht mehr viel sagen. Halleluja. So, Bloodshot Eyeball Jumbo Pack. 90 plus Most 4 Player, 87 overall. Jetzt bin ich echt gespannt, was da drin ist.
Damien Pierce 87. Das ist nicht das, was wir haben wollen. Mike Gesicki, das ist die 90. Nochmal 87. Nochmal 87, nochmal 87, nochmal 87. Damals aber ordentlich Glück gehabt. Aber das sind schon viel, bisschen viele 87er. Jensen, Robinson, Cousins. Das sind 5 87er und ein 90er. Können wir es 5 87ern zufällig eine 90er basteln? Dann hätten wir 3 90er. Dann müssten wir nur Mike Gesicki verkaufen. Gesicki irgendwie nach Möglichkeit eintauschen. Gegen den anderen Spieler, den wir haben wollen. Ja, wir brauchen 3 90er für einen 92er. Gesicki raus. Boah. Jeff Okuda. Zwei 84er-Spieler fehlen uns. Aber die sollten ja nicht das Problem sein. Dann basteln wir uns Jeff Okuda. Dann haben wir nämlich noch einen Cornerback, den starken mit 90. Mike Gesicki muss gehen. Wir haben da oben Shaquille Griffin noch. James und Lewis kaufen wir. Und dann basteln wir uns noch Mike Ellis. Genau, Submit Players will be a Ding, werden untauschbar sein. Oh, warte mal, haben wir nicht Roquan Smith sogar schon? Wir haben Smith, wir haben Griffin. Oh, jetzt müssen wir aufpassen. Josh Allen, jetzt müssen wir kurz aufpassen. Wie viel haben wir denn schon? Smith, Griffin. Mhm, Gesicki darf gehen, den brauchen wir nicht. Das heißt, wir nehmen jetzt Okuda dazu. Dann haben wir noch einen starken CB. Wie gesagt, Jay Alexander, ich mag Jay Alexander nicht so. Kyler Murray braucht man nicht. Right End, Left End bräuchten wir, da fehlt es uns. Aber die kriegen wir nie. Kriegen wir schon hier theoretisch. Julius Peppers. Egal, wir machen jetzt erstmal Jeff Okuda. Redeem. Ja, Jeff Okuda. Und jetzt gehen wir auf Josh Allen und sagen 1, 2, 3. Jeff Okuda, ja, Shaquille Griffin müssen wir rausschmeißen. Mike Gesicki
da verkauft werden. Wenn wir jetzt noch einen machen würden, theoretisch für Peppers zum Beispiel. Ah, nee, das ist mir zu teuer. Ich sag, Rockon Smith nehmen wir mit. Josh Allen, wer ist da? Genau das, was wir brauchen. Na, guck mal. Melvin Ingram. Remove from lineup, yes. Khalil Mack rutscht eins nach hinten. Remove from lineup, yes. Tindall rutscht da nach hinten. Roquan Smith darf raus. Der kommt später wieder rein. Remove from lineup, yes. Da kommt jetzt erstmal kurz Derek Johnson hin. Der bleibt da. Shaquille Griffin muss gehen. Und JC Jackson muss gehen. Da hinten kommt erstmal Casey Hayward hin. Na, gucken wir ihn an. Height plus Catching, Strength plus Power. Das kann man schon mal einsetzen. Zählt aber Head-to-Head nicht. Team Affinity Rams, Dolphins. Passt. Passt. Offense, Mixon, Britton, Brown. Joa. Jo, Exit Lineup Screen. Unopened Packs. Das ist auch nicht schlecht. Bei den Most 4 Trikots und 88 Denzel Ward. Ist nur blöd, dass ich Denzel Ward nicht mag. Er wäre stärker, aber ja, ich mag ihn nicht. Sorry. Und die 1000 Training können wir gut behalten. So. Jetzt pass auf. Set. Jetzt machen wir mal kurz das Set fertig. Program Most Feared. Basteln wir mal kurz Josh Allen fertig. Smith. Ach Gott im Himmel. Okay, Mike Gesick, ja, weil die blöden Dinge noch drauf sind. Das ist, muss man sagen, warum kann ich die jetzt nicht einfach mit den Dingern eintauschen und sie berechnen es mir nachträglich runter? Nee, müssen wir wieder großes Drama um nichts machen. Das ist wieder was, das ich einfach, ja, verstehe nicht ganz. So, Roquan Smith, wie gesagt, ich darf ihm hier das Upgrade nicht verpassen, das muss weg. Liefert Upgrade, somit ist er jetzt eigentlich tauschbar. Ich wollte gerade sagen, BND muss verschwinden. Ah, wo ist der andere? Mike Gesicki, den können wir verkaufen.
mit 16.000. Tschümmelö. So. Shaquille Griffin. Refund Upgrade, jawohl. Somit ist er tauschbar. Wir haben, glaube ich, wollte gerade sagen, haben schon Ding schon verkauft. 889.000 Münzen haben wir jetzt übrig. Ha! So, jetzt kommen wir hin. Sets. Program. Most Feared. Redeem. Advance. Dankeschön. So, und jetzt haben wir vier richtig gute Spieler. Mit Josh Allen. Ray Lewis können wir uns jetzt noch holen. Genauso wie uns Derwin James jetzt noch holen als FS. Den bauen wir um. Program. Wo haben wir es denn? Most viele. Wir müssen eigentlich bei den AKs mal schauen, weil vielleicht können wir Chancellor auch noch updaten. Team Quality 92 bis 93. So, Josh Allen haben wir schon. Team Ravens. So. Ray Lewis. Team Chargers. Hallo Killer. Derwin James. Und jetzt kleben wir nochmal eins runter auf 90 bis 91. Sagen Seahawks. Und das ist dann nicht Ding. Ich muss mal kurz auf alle gehen, weil ich nicht weiß, wo er dabei ist. 285.000 kostet er. Das ist schon ein bisschen frech. Aber es kriegen wir hin. Wie gesagt, das ist jetzt nicht das Problem. Dass wir Cam Chancellor dann noch updaten können. Item Manager. Zwanzigtausend auf 31.000 und schon haben wir ihn eigentlich. Den kann man nicht tauschen. Jerome Baker kann man noch verkaufen. Boah, auch 30.000, das ist eigentlich schon teuer. 20.000, weiß nicht, warum ich die 2.000 immer jedes Mal lösche. Jedes Mal. Stellen wir rein für 34.000. Jerome Baker, was sage ich, 276.000. Baker kommt noch weg jetzt. Wir bräuchten, was wir halt noch brauchen würden, jetzt irgendwann mal wäre ein Left End, aber der kommt bestimmt irgendwann mal mit dem Event. Irgendwann mit dem Event kommt ein Left End, wo wir sagen, ja, das ist er.
Derwin James, Josh Allen, Okuda, Rock und Smith. Ihr bleibt alle da. Britton Brown darf gehen. Bates bleibt auch mal noch drin. Ja, Cam Chancellor, den dürfen wir jetzt wieder auseinanderbauen. Und dasselbe gilt auch. Für Marcus Williams. Der darf nämlich auch gehen. Ja, tut mir leid, Melvin. Zeit ist abgelaufen bei dir. Da kam leider jemand, der minimal stärker war. So, dann kümmern wir uns mal kurz um die Aufstellung. Aber erst muss noch jemanden loswerden. Und zwar ein bisschen Coins. Auction House. Program aka Quality 90. Type Strong Safety. Na guck, wird sogar billiger. 266.000 Cam Chancellor, Bam Bam Cam. So, jetzt haben wir wirklich eine starke Mannschaft. Skip to End. Das Einzige, was wir jetzt irgendwann nochmal anschauen können, genauer, ist eine andere Position, nämlich Left End. Da weiß ich nämlich, dass es uns fehlt. Und dann ist eh eigentlich schon wieder die O-Line dran. Reggie White, Michael Strahan mit dem Rating. Peppers ist drüber und 89 haben wir J.J. Watt und Deacon Jones. Curse, oh, the freak. Javon Curse wäre natürlich nett. Haben wir gute Erfahrungen mitgemacht mit dem Mann. So. Schließen wir gleich mal die erste Gap. Marshawn Lynch, aka Beast Mode. Somit ist die Offensivlücke geschlossen. ROLB, willkommen im Team Josh Allen. MLB 1, welcome Ray Lewis. MLB 3 ist niemand geringeres als Roquan Smith. So, dann haben wir da unten noch Cornerback Nummer 2, das wird wieder Shaquille Griffin. Springt eh gleich hoch. Und da unten haben wir dann noch Cornerback 4, erstmal Jeff Okuda. Den müssen wir uns aber genauer anschauen. Okuda gegen Ramsey. 90 Speed, Acceleration 2.0, Agility 3.0, Jumping 4.0, Play Recognition 1.4, Man Coverage. Boah, 1.5, ja, gar keine Chance. Jeff Okuda ist da deutlich besser. So, und jetzt müssen wir noch Chef
Okuda gegen Shaquille Griffin testen. Gleich stark 0-1, 0-2, 1-2, 1-3, 2-3. Okuda ist sogar besser als Shaquille Griffin. Ja, nee, lass mal Griffin auf 2. Griffin mit 91 Boost Rating lassen wir mal da oben. So, Marcus Williams, du darfst raus. Du wirst ersetzt von Derwin James, der hier auf seiner Position immer noch, muss ich jetzt echt dazu sagen. Der kann da nicht spielen. Chemistries und Positions, er kann da nicht spielen. Das ist finster. Kannst du FS spielen? Nee. Was ist denn das für eine Kacke? Oh. Eieiei, guck mal, wer uns da rettet. Cam Chancellor rettet uns den Hintern. Wortwörtlich. Das kann ja gar nicht wahr sein. Derwin James mit Cam Chancellor. Ja, Chancellor hat nur 88 in Anführungszeichen. Wir wissen aber natürlich, dass die Werte dort definitiv höher sind. Das bedeutet aber auch, dass Derwin James da hinten vor this position only hier mal die Plätze mit Polamalu wechselt, weil Polamalu wird da keine Chance haben gegen Derwin James. Speed 0-1, Acceleration 0-2, Tackle Gleichstand, Play Recognition 0-3, Press Read 0-4, Man Coverage 0-5, Zone Coverage 0-6, boah, Hit Power wieder gleich, boah, Alter, das ist natürlich brutal. In entire Depth Chart, klar, Derwin James ist jetzt die Nummer 1 da hinten, die ist gesetzt. Polamalu, Josh Allen, müssen natürlich jetzt auch die ganzen Dingpunkte wieder verteilen, klar. Das wird jetzt erstmal gar nicht so einfach. Chemistries und Positions, wo kannst du noch? LOLB und ROLB kannst du noch spielen. Da müssen wir uns mal kurz gucken. Warte mal, was wir mit wem machen hier? Das ist so. Roquan Smith hatte nichts, glaube ich. Josh Allen hatte auch nichts. Oder beziehungsweise Khalil Mack hatte nichts. Also, wer jetzt auf jeden Fall was kriegt, Troy Polamalu hat Ding. Okay, Zone. Du bist aber ein Run Support. Wenn du ein Run Support bist. Downhill Hitstick Force Fumble. Als Run Support. Das ist natürlich nicht schlecht. So. Du bist Run Support. Das ist so scheiße. Warum seid ihr denn alle Run Support, Mann? Shaquille Griffin. Kommt sein Drill. Und
ich krieg da auch wieder so. Stefan Gilmer, Universal Coverage, den kannst du behalten. Du wirst aktiviert. Shaquille Griffin 7 Punkte. Ja, Kuda kriegt auch irgendwas, muss irgendwas kriegen. Medium Root KO. Dann kriegst du die Medium Root KO. Den eigentlich Jalen Ramsey hatte. Damit haben wir 9 Punkte. Das ist Reinforcements genauso wie das andere. Das ist 1 zu 1. Success Rate on Conservative Tech decreased chance to be faked up. Grants improved reactions to runoffs. Jawohl, dann haben wir da nochmal einen Punkt. Also unsere Defensive, muss ich jetzt einmal so fragen, ist jetzt gerade richtig stark geworden. Ray Lewis können wir aktivieren. Dann haben wir nämlich 8 Punkte. Jeff Okuda sind 10 Punkte. Gut, da müssen wir den X-Faktor wegmachen. Die Zone Coverage, der X-Faktor geht da nicht mehr. Oh, warte mal, was haben die denn noch? Haben die da noch irgendwelche Ein-Punkt-Dinger, wo ich sage, ja, brutal geil. Ja, die sind ganz nice. So, dann sind jetzt da einfach noch mal Von Miller und Ding auch in der Liste drin. Und Josh Allen mit ihren 92. Und das ist was, wo ich sage, Achtung, unschön für jeden Gegner. Unschön für jeden Gegner. Was hat eigentlich die Forrest Buckner? Under Pressure. Ja, nee, die brauchst du nicht. 2 Punkte. Können wir Troy Polamalu noch geben.
oder Polamalu und jeweils Dinkenpunkt. Den brauchst du nicht mehr. Remove Ability. Add Fumble Chance. Das klingt nach Bam Bam Cam. Das ist gut. So. Jetzt haben wir nämlich Chancellor und Polamalu nochmal mit Dingern dazu. Und das ist jetzt natürlich schon eine fette Liste, was unsere Defensive, an weiteren Möglichkeiten hat. Ja. Die Liste ist lang und man muss scrollen, um nach ganz unten zu kommen bei ihr. 1, 2, 3 mit Superstar und dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spieler in der Defense, die irgendwelche Special-Dinge haben. Und das ist natürlich schon brutal. So, Offense. Hat sich da irgendwas geändert? Eigentlich nicht. 12 Punkte voll ausgebraucht. Antonio Gates 5, Chad Johnson, Megatron, Calvin Johnson, ja, nee, passt. Passt, bin ich sehr zufrieden. So, dann schauen wir uns mal die Special Teams kurz an. Wir haben wieder 163.000 auf dem Konto, wundervoll. Special Teams, Megatron, muss man da irgendwas ändern? Ist irgendjemand besser im Returnen? Nee. Specialists aber, Third Down Running Back. Marshawn Lynch. Da bin ich überrascht, siehst du. Derrick Henry. Ja, da haben wir jetzt auch mal schon Lynch. Das ist ja, glaube ich, ganz klar. Johnson, Gilmore. Wer holt sich Slot Cornerback Nummer 2? Jeff Okuda. Derwin James 94 und dahinter wahrscheinlich Troy Polamalu mit 92. Yes. Von Miller, Ogba, haben wir da irgendwas Besseres? Oh fuck. Jo. Rush Left End. Nee, bleibt alles so wie es ist. Aaron Donald rutscht aber nur noch in die zweite Reihe ab. Wobei eigentlich nicht, das geht, das können wir gar nicht bringen. Von Miller muss nach hinten rutschen, Josh Allen 89, wir können Donald nicht nach hinten verschieben, wenn er 88 hat und der Bessere ist auf der Position, das geht nicht. Damit Von Miller hier Nummer 2. Und Bosa verliert den Platz an Emmanuel Ogba. Das passt alles. Lynch 77 Boost hinten. Uff. Visuals. Sieht auch gut aus. Nice. Ja, das wird spaßig. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bei dieser Event-Folge. Wobei, jetzt fällt mir gerade auf. Warte mal, wir müssen mal schauen. Left End. Was können wir denn da noch zufällig verbessern? Wir haben 163.000. Ist nicht so viel. Ray Lewis, Stephon Gilmore, Derrick Henry jetzt vorne. Die Spieler, die, sag ich mal, am herzeigbarsten sind, wo man auch gar keinen Schiss kriegt, wenn Stephon Gilmore, Derrick Henry und Ray Lewis dastehen, so. Okay. Type, Left End. Quality, hauen wir mal 90er raus. Mit 76 Reggie White.
Julius Peppers, Kevin Carter. Boah, Alter, das ist eine saugeile Karte mit diesen weißen Augen. Ja, okay. Ja, Jevon Kurse wäre interessant. Natürlich wäre Jevon Kurse interessant, das ist logisch. Frage ist halt, ob wir sagen, okay, pass auf, wir warten jetzt ein bisschen, nehmen ein bisschen mehr Kohle mit. Ja, da warten wir. Da bauen wir uns irgendwann den 92er Curse und dann ist gut. So, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Sagt Ciao mit V und wir sehen uns morgen wieder zu Squad Battles, beziehungsweise Solo Battles, wie es hier heißt. Ich bin sehr gespannt, was wir erreichen können. Sehr, sehr gespannt. Bis dahin, Ciao mit V, bleibt gesund. Wir sehen uns.